Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Supermarkt Simulator. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Weiter geht's mit einer neuen, hoffentlich sehr verkaufsreichen Folge. In der letzten haben wir ja endlich unseren Kassier an die Kasse gestellt. Heute wird's Zeit, dass wir ihn einschulen und dass wir die letzten fehlenden Produkte in unsere Regale bekommen. Und wie das Ganze gut ausgeht hoffentlich, schauen wir sich jetzt gemeinsam an. Wir starten den nächsten Tag. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie letzte Woche. Adaptieren wir noch einmal die Preise. Das war klar, dass das jetzt... Ich werde gleich einmal hier die Kasse öffnen, weil es sitzt ja eh jemand drinnen. Und dann werde ich gleich einmal meine Verwaltungsaufgaben durchführen, meine Rechnungen bezahlen. So. Und dann würde ich ganz gerne mal beginnen, das tatsächlich so umzubauen, dass das auch Sinn ergibt und gut aussieht. So. Die Nudeln sind zu teuer. Warum sind die Nudeln denn so teuer? Ha, lass mich mal schauen, was passt denn nicht? Ja, ist klar, wir wollen ein bisschen einen Profit machen. Cool. Bisschen langsam ist er, aber es geht. Es klappt. So. Jetzt kann ich endlich in Ruhe bestellen und muss mir hier keine Gedanken machen. Ja, ich brauche auch keine Lizenzen, sondern ich muss das ganze Zeug hier mal kaufen. Und dann würde ich ganz gern nochmal Nudelnöl, Wasserflaschen, die kommen, glaube ich, in den Kühlschrank, genau. Käse in den Kühlschrank, schwarzer Kaffee, Milch in den Kühlschrank. Ich brauche einen Kühlschrank und dann können wir die restlichen Produkte noch einräumen. Für mich ist aber jetzt einmal wichtig, dass wir das hier relativ gut in den Griff bekommen. Ich kann da jetzt nämlich in Ruhe nachschlichten. Und so. Ah, das ist Musik in meinen Ohren, wenn ich nicht extra zur Kasse laufen muss. Das ist richtig cool. Also das ist richtig. Das ist ein Game Changer, obwohl es nicht wirklich eine Mod ist, sondern einfach vom Spiel mitgebracht. Der Kassier. Das ist richtig cool. So. Es wird ein ganz anderes Spiel plötzlich. Ist nicht mehr so stressig à la Pacific Drive, wo ich nicht weiß, wo ich zuerst sein soll, bei der Anomalie oder weg von der Anomalie. Steckst du jetzt auch schon wieder fest, oder? Natürlich steckt die fest. Warum verpackt sich das jetzt in letzter Zeit so blöd? Ganz komisch. Naja. Können sie nicht ändern, das ist das Problem. Das Coole ist, wenn das Licht selber angeht. Ist übrigens auch eine Mod, die es, wenn sie richtig installiert ist, es hat sie bei mir die letzten Male nicht so wirklich funktioniert. Jetzt funktioniert es endlich. Ja, es ist ganz wichtig, bei den Mods auch wirklich zu schauen, dass sie definitiv richtig installiert sind. Ansonsten klappt es überhaupt nicht. Also dann funktioniert die Mod nicht. Dann kann man sogar einstellen, wann das Licht sich einschaltet. Ich habe es jetzt eingestellt, dass es ab 15 Uhr im Geschäft hell wird. Ich finde das einfach cooler.
und wirkt dann irgendwie sympathischer. So, das nächste Ziel sind dann eben Level 15, denn ja, es ist ganz wichtig, hier den Nachschlichter dann auch schon zu bekommen. Wie man das nachschlichten kann. Das ist auch okay, ja. Das gefällt mir auch recht gut. Der ist ein bisschen langsam. Da war ich schneller an der Kasse, mein Freund. Du musst ein bisschen schneller greifen. Weil sonst wird das nichts. Genau, die Schachtel ist offen, dann werden wir gleich nachschlichten. So. Nochmal Mehl. Müssen wir auch im Auge behalten. Das war eh schon leer. Ja, das Lager kaufe ich definitiv erst, wenn wir die Möglichkeit haben, unseren Nachschlichter einzustellen. Sonst hat das Ganze wirklich keinen Sinn. Und ich würde nur unnötig die Miete fürs Lager bezahlen und gleichzeitig würde ich nur unnötig immer wieder hin und her laufen, um die Situation eben zu klären, beziehungsweise immer wieder nachzuschlichten, nachzuräumen und. Und das würde ich dann immer wieder ins Lager tragen und dann müsste ich wieder rauslaufen und das mache ich dann zukünftig, wenn ich das Lager habe. Da stelle ich mir dann auch den Computer ins Lager rein. Ja, und so werden wir das dann auch definitiv in den Griff bekommen. Kaffee. Es ist 21 Uhr, wir werden schließen. Ein bisschen langsam ist er schon, der Herr an der Kasse. Aber ja, sein erster Tag. Sei ihm vergönnt. Auch da gibt es eine Mod, die das ein bisschen adaptiert. Und ich glaube sogar, dass ich diese Mod unter Umständen, dieser Mod eine Chance geben werde. Denn ja, dieses Beep, Beep, das ist dann doch ein bisschen langsam. Ja, und nervtötend vor allem, weil es eben so langsam ist. So. Haben wir noch? Ja, Mehl können wir noch nachschlichten. Ja, das passt schon so. Können wir da noch einen Kühlschrank reinstellen? Den werden wir dann da daneben hinstellen oder eventuell, glaube ich, werden wir das so machen. So. Bevor es sich wieder so verpackt. Dann machen wir das so. Das stellen wir dann so hin. Dann haben wir das auch. Dann denke ich, kann man das eigentlich so lassen. So. Der Tag ist vorbei. Die nette Dame steht immer noch in unserem Geschäft. Auch das sei ihr vergönnt. Dann noch ein paar Brote nachschlichten. Und ein bisschen was von den Nudeln.
auch noch ein bisschen was von den Nudeln. So, was fehlt uns jetzt noch? Schokopops haben wir, Zucker, Susu. Ganz wichtig. Da haben wir definitiv nicht so viel. Okay. Na, holen wir uns noch so eine Schachtel. Passt. Oh, da ist noch was drin. So, was brauchen wir noch? Alles voll, bis auf Mehl. So, dann sind die Regale voll. Der Umsatz ist auch erledigt. Ja, und dann können wir eigentlich den Tag beenden. Gutes Plus. Haben wir irgendwo eigentlich die Kosten, Personalkosten? Nein. Gut. Öffnen wir gleich wieder das Geschäft, dass unser Freund hier gleich arbeiten kann. Wir machen mit Steuerung und R, passen wir die Preise an. Ja, dann lassen wir das so. Ja, da sind wir eigentlich gut versorgt. So. Was wir auf jeden Fall noch kaufen müssen, ist Kaffee, Nudeln, Öl, Mehl und Kaffee. Ja. Oder? Ja. Mehl und Kaffee. So. Gut. Kaffee. Nochmal Kaffee. Und das Mehl. Können wir da schon? Ja, können wir schon. Perfekt. Ja, jetzt ist es eigentlich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt langweiliger wird, weil es ist nicht so, es macht ja Spaß, aber es kommt jetzt die etwas trockenere Zeit, weil glücklicherweise erspart man sich das jetzt schon mit dem, kann ich das eigentlich nicht fallen lassen, drehen. Schließen. C. Cool. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, kann ich das eigentlich schließen? Kann ich das auch schließen? Ja, ich kann sogar eine angefangene Packung schließen. Ist das nett? Gefällt mir. Da haben wir auch noch einmal Nudeln. Da haben wir noch Öl, genau. Ja. Na, das passt dann schon. Dass sich da jetzt niemand mehr verpackt. Was wir jetzt machen könnten, ist tatsächlich beginnen, darüber nachzudenken, ob man nicht eventuell Verwaltung, nein, nicht Verwaltung, Markt, ob man nicht eventuell Kühlschrank kaufen. Bierkühlschrank. Das ist ein Doppelkühlschrank, oder? Ich kaufe mal so einen Doppelkühlschrank. Kohle hätten wir ja genug. Cool. So, und dann kriegen wir da jetzt eigentlich, Moment einmal. 1, 2, 1, 2. Ja, dann kriegen wir jetzt die Kühlwaren rein. Werden wir gleich einmal kaufen, Verwaltung. Markt.
Produkte. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaufen wir sich das auch noch. So, Milch. Milch. Dann Eier. Käse. Auch voll. So. Nochmal Milch. Die müssen wir trotzdem reinholen, derweil. So. Nochmal Milch. Wasser. Endlich Wasser. Das kommt ganz da oben hin. Sehr gut. So, das müssen wir ein bisschen drehen. Dahin. Und dann haben wir da noch Wasser. Das stellen wir dann auch her. Dann haben wir noch einmal Wasser. Das stellen wir dann da auch her und es ist eigentlich gleich 21 Uhr. Dann haben wir nochmal Käse. Das ist das Mehl, das können wir sicher gleich nachschlichten. Genau, dann haben wir eine Schachtel weniger. Da haben wir noch Eier liegen. Jetzt machen wir zu. So. Jetzt aber. Zack. Zack. Da ist alles eingekauft. Jetzt wird noch eingeschlichtet. Dann werden wir hoffentlich den nächsten Tag. Oh, da ist der ganze Kaffee ist weg. So, Tee. Sehr gut. Kaffee. Machen wir das hier auch noch. Bei manchen Waren ist fast schöner, wenn man viel mehr im Lager, im Geschäft hat. Wobei es, ja, es ist relativ, aber trotzdem. Müsste es nur noch eine Mod geben, die dir tatsächlich besser anzeigt, was du kaufen solltest. Gibt sicher demnächst. Oder wenn es es nicht eh schon gibt, nur ich habe noch nicht gut nachgesehen. Übrigens, wenn du Mods für deine
Supermarkt-Simulator-Variante des Spiels spielen möchtest, deine Variante des Spiels spielen möchtest. Also wenn du Supermarkt-Simulator mit Mods spielen willst, dann auf nexusmods.com. Dort gibt's all das gute Zeug. Und ja, Installationsanleitung ist ganz einfach, also schafft jeder definitiv. Einmal kurz durchlesen, nur den richtigen Ordner auswählen, reinziehen, die DLL-Dateien und das ganze Spiel läuft mit Mods davor allerdings, aber das steht eh auch in der Anleitung. Einmal das Spiel, nachdem dieses Installations- oder Mod-Installationsordner hinzugefügt wurde, das Spiel einfach einmal normal starten, beenden und dann mit Mods noch einmal starten und dann klappt das auch. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Mods für das Spiel und ja, es macht auch ziemlich viel Spaß. So, dann schlicht man da noch weg und die Kassenhilfe ist tatsächlich ein Wahnsinn. Also ich kann mich in Ruhe ums Geschäft kümmern, während er da abkassiert, während er da die Kunden abzockt. Und ja, dementsprechend macht es ziemlich viel Spaß. Mit dem Mehl könnte man auch noch was tun. Jetzt haben wir schon ziemlich viele Produkte, die wir da immer wieder kontrollieren müssen. So. Zucker? Zucker. So. Gut, was brauchen wir noch? Ja, da können wir sogar noch Öl nachschlichten. Dann noch ein paar Schokopops. Habe ich gar keine mehr, oder? Tatsächlich. Gut aber aus. Gleich am nächsten Tag bestellen. Nudeln? Ich habe keine Nudeln mehr. Doch, ich habe Nudeln. Sag ich ja. So, wie sieht's aus mit den Eiern? Müssen wir nichts mehr nachschlichten. Sind wir gut versorgt. So, Käse. Käse haben wir auch genug. Ist die offene Kiste immer ganz oben. Sieht einfach viel besser aus. Zucker. Hammer. So. Haben wir auch. Ja, perfekt. Wasser. Wasser können wir noch nachschlichten. Käse haben wir. Milch müssen wir noch nachschlichten. Und dann starten wir auch in den nächsten Tag. Und wir nähern uns dann hoffentlich. Ist echt gut, dass die Milch ist gekühlt, steht aber hinten im Lager oder beziehungsweise in unserem getrennten Lagerbereich trotzdem ungekühlt im Geschäft. Gut, nächster Tag oder starten wir den nächsten Tag, sagen wir so. Ein bisschen an Profit haben wir. So, dann machen wir gleich einmal hier auf. Starten wir den letzten Tag für die heutige Folge. Und Steuerung R, um die Preise zu adaptieren. Ja, die kaufen schon ordentlich ein. Gut, dann auf jeden Fall einmal schickt man das mal. Auch wieder 640, ja egal, kaufen, gekauft. Umsatz machen wir eh gut. Dann hole ich das Zeug mal rein.
Oh, ich glaube, jetzt geht uns dann die Waren nicht mehr so leicht aus. Vor allem mit dieser Abtrennung durch die Regale macht es gleich irgendwie noch mehr Spaß. So eine kleine Verkaufsfläche. Sieht irgendwie aus wie so ein Paketshop von DPD oder so. Wo man dann sein Päckchen selbst suchen muss, weil sich gar keiner mehr auskennt. Ja, soll auch schon vorgekommen sein. Also, das ist jetzt nicht von irgendwo diese Theorie von mir. Aber ja. Gut. So. Ja, das glitscht trotzdem immer wieder durch. Egal, Hauptsache die Ware ist mal drinnen. Und wenn mal alles herinnen ist, dann kann ich immer noch in Ruhe nachschlichten beginnen. Und ja, mir geht es ja eigentlich darum, dass wir immer genug von allem haben. Jetzt vor allem, wo wir die Möglichkeit haben, das auch immer gut nachzukaufen. Manchmal geht Kaffee gut, da ist er gleich weg, und manchmal dauert es wirklich ewig. So. Ob das jetzt notwendig war, kann ich gar nicht sagen, weil ich hätte da eh noch eine angefangene Packung gehabt, aber ja, egal. Der Turbokassier, ganz ehrlich. Aber wenigstens muss ich mich nicht drum kümmern. Ja, die Nudeln werden wir gleich nachfüllen. So, so viel oder so wenig in den Regalen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das werden wir auch gleich sicher sogar nachfüllen müssen. Ja, schon leer wieder. Dann haben wir nochmal Mehl. Haben wir noch Mehl irgendwo? Hätten wir sogar gar nicht mehr gehabt. Oh ja, doch, da hinten haben wir es noch. Schokopops. Also der Umsatz läuft definitiv. Das lässt sich nicht abstreiten. Definitiv läuft es hier mit dem Umsatz. Und ich werde mir wahrscheinlich die Mod besorgen, dass der Kassier etwas schneller arbeitet. Ja, es ist gar ein bisschen langsam. Ja, also das... Das ist schon sehr übertrieben langsam, was der da tut. Die stehen in der Schlange. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. 6 Sekunden. Sollte normalerweise eine zweite Kasse geöffnet werden. Zucker. Bauen wir noch Wasser. Wasser habe ich gesagt, genau. Na, das war die Milch. Ups, Wasser. Schaut es wieder besser aus. Kaffee. Jetzt nähern wir uns der Kaffeesituation. Ja, die Eier könnten wir auch wieder mal ein bisschen nachschlichten. Perfekt.
Ja, jetzt klappt's. Also jetzt haben wir wirklich einen Fluss drinnen, der tatsächlich, wo man sagt, jetzt läuft das Geschäft. Also jetzt läuft der Umsatz, jetzt läuft das Geschäft, die Leute kommen, es ist 8 vorbei, ich werde jetzt mal schließen. Dann kann er die Letzten da noch abkassieren, kann er die Letzten da noch abzocken und ich schlicht nochmal nach und werde dann in der nächsten Folge, beziehungsweise eigentlich könnte ich sogar jetzt, weil der hat eh schon alles gekauft, kommt eh keiner mehr rein. Dann schlichte ich in Ruhe nach. Dann scanne ich es mit dem Handscanner ein, was uns fehlt. Milch könnte man noch vertragen. Mehl. Milch. Ich glaube, der ist fertig mit seiner Arbeit. Ja, das war der letzte Kunde. Brot. Definitiv Brot. Sind wir auch voll. Zucker. Ist auch voll. Mehl, Nudeln. Brot, Öl, Kaffee, Zucker, Zucker, Kaffee, Tee. Ja, ich freue mich. Das hätte ich jetzt fast weggeschmissen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir eine Regalunterstützung haben, eine Hilfe in der, im Regal. Dann ist das auch weg und ich baue mich nur noch ums Bestellen kümmern. Den Supermarkt nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten. So, Zucker. Nein, Schokopops. Ja, und einmal noch, tatsächlich einmal noch Tee. Da unten. Öl, Kaffee, Schokopops, Zucker, Brot. Alles da. So. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Supermarkt Simulator. Bleib gesund. Servus.